Hallo Theresa. Hallo Markus. Du hast den Speaker Contest gewonnen am Kongress für mentale Stärke. Ja, das heißt, reden, das ist deins, das kann man schon mal sagen. Du bist aber auch Trainerin. Genau, also bei dem Kongress für mentale Stärke habe ich einfach ein Thema aufgegriffen, das mir sehr am Herzen liegt, und im Zuge von der Mentaltrainerausbildung, die ich jetzt seit kurzem mache, habe ich natürlich noch eine ganze Menge an Insights, an Tools, an Connections auch bekommen, die alle brauchbar sind, um in die Richtung Mentaltraining einfach mehr machen zu können. Darf ich da gleich nachfragen? Also was war deine Motivation, eine Ausbildung zur Mentaltrainerin zu machen? Ich bin Trainerin für Rhetorik und das, was sich auf der Bühne abspielt. Und um ehrlich zu sein, rein mit Rhetorik und Stimme habe ich mir irgendwie gelangweilt und habe gemerkt, es ist nicht nur das Know-how in die Richtung, das die Leute brauchen, sondern wirklich auch die mentale Stärke, die sie ja teilweise haben und auch abseits der Bühne haben, einfach mit auf die Bühne zu nehmen. Und Mentaltraining ist, was hat mir immer schon unglaublich fasziniert, einfach zu schauen, was in diesem Hirn eigentlich vor sich geht. Gell? Jetzt, die Ausbildung ist ja noch nicht ganz zu Ende, Prüfung hast noch nicht, die Kamera läuft, aber trotzdem, bitte ganz ehrlich, wie war bisher die Ausbildung für dich? Die Ausbildung ist eine irrsinnig große, wirklich einfach Toolbox, mit vielen Dingen, die man, glaube ich, im Laufe der Zeit kennenlernt, welche davon man sich wirklich zu eigen macht. Also es fühlt sich an, als hätte die Mentaltrainer-Ausbildung ein riesengroßes Buffet aufgetischt, was jetzt die verschiedenen Tools anbelangt. Das ist das eine. Und das andere ist ein unglaubliches Netzwerk, das sich sehr plötzlich einem erschließt, weil ganz einfach die anderen Persönlichkeiten in dem Kurs unglaublich bereichernd sind. Gibt es irgendein Schlüsselerlebnis oder eine Übung, wo du sagst, oder eine Information, die dich ganz besonders beeinflusst hat? Kein explizites Erlebnis oder keine explizite Übung, aber am Ende des Tages, wie einfach es doch eigentlich ist, wenn man weiß, dass sich alles nur im Kopf abspielt. Wobei eine der prägendsten Momente sicher die waren, die wir mit Wasser hatten. Zum einen eben Eisschwimmen und zum anderen unter Wasser Luft anhalten, einfach tauchen. Das hat es einfach am plakativsten gezeigt, dass sich alles nur in unserem Kopf abspielt. Was würdest du in Zukunft anbieten, wenn du sagst, jetzt, du hast aus dem Mentaltraining auch sehr viel mitgenommen jetzt für deine Praxis? Ich glaube, zum einen in Bezug auf Teambuilding, Zielfindung, persönliche Zielfindung, aber auch Zielfindung als Team. Also ich fand es großartig, nicht nur Tools für Einzelpersonen, sondern auch für Gruppen mitzubekommen. Aber auch den ganzen Bereich von Public Speaking hat das Mentaltraining und die Mentaltechniken sicher extrem gefüttert, sage ich jetzt einmal. Also Mentaltechniken im Verkauf, Mentaltechniken im Marketing, im Führungsbereich. Weil am Ende des Tages ja, sich alles, sowohl Führung als auch Verkauf, als selbst, auch Selbstbewusstsein, als auch Tagesgestaltung, mentale Gesundheit einfach sich im Kopf abspielt. Stell dir vor, mit diesem Video könnten wir fast 100 Millionen Menschen im deutschsprachigen Raum erreichen. Wäre doch schön, aber was wäre dann deine Botschaft? Was würdest du gern den Menschen sagen? Mann, das ist eine gute Frage, Markus, das instant zu also beantwortet zu wollen. Was würde ich gerne einer Million Menschen sagen? Ich glaube, die gleiche Message, die ich auch beim Mentaltrainer-Kongress gebracht habe, und das war ein Impuls, den du im ersten Modul gebracht hast, wo du gesagt hast, es gibt viele mentale Ideen auf der Welt. Eine davon ist, könnte die Bibel sein, also wie eine mentale Blaupause mit vielen mentalen Geschichten. Ich glaube, ich würde den Menschen sagen wollen, in einer Zeit, wo Storytelling so wichtig ist, wo man sich Vorbilder sucht, wo man moralisch auf der Suche nach verschiedenen Werten ist, hält das nicht, trau dich doch, die Bibel anzugreifen und nicht mit einem verstaubten religiösen Blick dahin zu schauen, sondern mit einem, als hätte sie der Designer deines Gehirns, also derjenige, der sich die ganze Sache mit dem Mentalen überlegt hat, geschrieben, verfasst, mit inspiriert, trau dir da hinzugreifen mit einer mentalen Stärkebrille. Ich glaube, das wäre so ein bisschen meine Message.
Ich fand super mutig, dass du die Bibel als Thema gewählt hast. Ich merke das selbst oft in meinen Trainingsvorträgen, wenn ich über Buddha rede, finden die Leute es cool. Gehe ich auf die Bibel ein, dann, so, und dann schaut es mich schon so ein bisschen an, als wäre ich ein Spinner. Also irgendwie hat sozusagen das Christliche so ein, wie soll man sagen, ein Imageproblem. Aber im Grunde sind ja all diese spirituellen Traditionen erstens einmal sehr ähnlich und super inspirierend. Und da ist ja Weisheit von über 1000 Jahren zusammengefasst von höchst unterschiedlichen Autoren. Das würde ich genauso, wie du das jetzt zusammengefasst hast, eigentlich unterschreiben. Ja? Also ich glaube, dass in der Bibel irrsinnig viele wesentliche Kerne zum Thema Mentaltraining drinnen sind. Nur die Verpackung oder das Image, das wir mit ihr assoziieren, ist so verstaubt, so negativ behaftet, wo eine der Techniken, die wir ja im Mentaltraining gelernt haben, ist Reframing. Ich glaube, als Speaker, als Trainer würde ich versuchen, dieses verstaubte alte Buch zu reframen. Ich würde mich fast provokant sagen, zu trauen, make God sexy again. Also angreifbar, mitnehmbar ins Leben, und nicht verstaubt in einer Ecke mit Berührungsängsten, weil wir haben mit kaum mit Dingen Berührungsängsten. Also auch mit Buddha, wer kennt sich mit fernöstlichen Religionen schon wirklich gut aus? Mhm. Niemand. Aber wir ziehen Dinge raus. Warum lassen wir das Christentum mit an seiner mentalen Stärke, die sie in sich birgt, obwohl Stärken, Schwächen, aber mit den Stärken so links liegen? Das ist eigentlich komisch. Ich zitiere gerne eine Stelle, Römerbrief. Ich habe es jetzt nicht mehr genau den Vers im Kopf, aber da geht es darum, gleich dich nicht dieser Welt an, sondern erneuere dein Denken. Und genau das ist ja eigentlich eine Anleitung oder eine Aufforderung zum Mindset-Training. Genau. Du hast ja selbst immer wieder erwähnt, wie komplex dieses Gehirn eigentlich ist, wie unglaublich am Anfang auch die Forschung, was Gehirn anbelangt, immer noch steht. Und ich denke mir manchmal, derjenige, jetzt ganz spirituell gesprochen, aber derjenige, der das alles designt hat, hat schon Weisheiten in ein Buch reinfließen lassen, die brauchbar sind, bevor ich nur überhaupt auf Punkt und Beistrich verstanden habe, warum überhaupt. Und wie du richtig sagst, erneuert euer Denken. Du als Neurobiologe kannst gut erklären, warum das Sinn macht. Da drinnen stehen tut das schon seit 3000 Jahren. Vielen Dank, Theresa. War sehr inspirierend mit dir. Ja, vielen Dank. Spannend mit dir auch darüber zu philosophieren.